Zeit für einen weiteren Versuch. Vielleicht haben wir ja diesmal endlich Erfolg. Es fängt an sich schon mal gut an. Also, ich glaube, unser größtes Problem ist einfach, dass ich in den späteren Ebenen nicht in der Lage bin, vernünftig auszuweichen. Ja, es geht ganz gut los. Schlüssel haben wir auch. Das könnte zur Abwechslung mal was werden. So kann man auch das anarchistische Kochbuch geschickt einsetzen. Und ja, dann flitzen wir direkt weiter zum Boss. Hallo Dingle. Verdammt. Gleich. Und das dürfte es gewesen sein. Ja. Pentagramm direkt im ersten Raum. Dieser One fängt wirklich sehr gut an. Andererseits habe ich das, glaube ich, beim letzten One auch gedacht. Naja, mal schauen, wie es sich entwickelt. Sollte ich nach dem Geheimraum suchen, da können an den vier Stellen sein. Nee. Gehen wir lieber weiter. Und ja, so früh im Spiel ist er sogar recht angenehm, weil er da ja noch nicht den Damage extrem senkt. Nervig ist es, wenn man den halt später einsammelt, wo man bereits Brimstone hat. Zugegeben, jetzt ist der Bonus, den wir vom, wie hieß es, Pentagramm bekommen haben, mehr oder weniger zunichte, aber naja. Der wahre Vorteil beim Pentagramm ist ja sowieso nur, dass es die Chance auf Goldräume erhöht. Jedenfalls ist es das, was ich am Pentagramm am nützlichsten finde. Hier. Mir fällt gerade der Name nicht ein, aber die Tasche nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Das Einzige, was jetzt noch gut wäre, wäre irgendwas, womit wir halt durch Steine schießen könnten. Weil das ist halt das größte Problem bei Technology. Man hat sonst große Probleme, Gegner zu treffen, die sich verstecken. Ja, warum nicht? Ach, ist ja nicht so, als hätte ich nicht bereits mehrmals festgestellt, dass zu wenig Herzen unser größtes Problem sind. Ach, verdammt, jetzt habe ich die Tasche vergessen. Egal, wir hatten sowieso nicht genug Geld. Ups,
Ja, wenn man nur Seelenherzen hat, ist getroffen werden direkt doppelt ärgerlich. Okay. Ein Book of Revelations wäre jetzt nicht schlecht. Ich meine, wir haben ja sogar... Ach, ich hatte das eigentlich jetzt schon Kochbuch lieber einsetzen sollen. Das, anarchistische Kochbuch, damit wir mehr Bibliotheken bekommen. Haben wir schon die satanistische Bibel freigeschaltet? Ich glaube ja, oder? Wie funktioniert das jetzt in Kombination mit dem... Blockt der der Laser blockt jetzt Tränen? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Nein, der Laser blockt Tränen. Wie geil ist das denn? Dort sprengen. Und schon sind wir drüben. So, und diesmal können wir uns was kaufen. Zum Beispiel diesen Schlüssel. Und dieses Herz. Und... Nein, 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 nein. Na, schade. Hätte ich lieber ausweichen sollen. Oh, Geld. So, schauen wir mal weiter. Will ich das jetzt wirklich riskieren? Na, da können Seelenherzen drin sein. Naja. Immerhin kein Verlust. Ich hätte vorhin Gabis Tail mitnehmen sollen. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass ich die ja beide mitnehmen kann. Also erst Gabis Tail und dann den Pakt einsammeln. Oh nein. Der ist schon nervig genug, wenn man rote Herzen hat. Okay, wir haben jetzt nur noch zwei Herzen. Weil ich zu blöd war und mich direkt habe zweimal treffen lassen. Der Laser blockt zwar Tränen, aber trotzdem ist es schwer, mit ihm zu zielen. Warum bekomme ich auch so einen beschissenen Raum vorgesetzt?
Ah. Restart direkt. Und es fängt mit Curse of the Labyrinth an. Das ist natürlich auch sehr toll. Komm, gleich habe ich dich. So, weiter geht's. Wieso habe ich in jedem Raum, in den ich gehe, blaue Steine aktuell? Das gefällt mir. Aber trotzdem frage ich mich, warum. Nein. Nein, 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 nein. Ganz falsche Richtung. Naja. Hat sich sowieso geklärt. Die kann man gut benutzen. Ich habe mittlerweile gelernt, Shop mit 2 Münzen ist keine gute, mit 5 Münzen ist kein. Oh. Okay. Hier nutze ich die gerne. Würdest du vielleicht nicht so behindert sein, Körper, und die angreifen? Danke. Ach. Warum droppt das in letzter Zeit immer? Also, ich beschwere mich nicht. Pentagramm ist ein gutes Item. Aber trotzdem. Merkwürdig ist es trotz. Ist es schon, ist es. So oft droppt. Die die Map hätte ich gerne. 10 Münzen müssten wir dafür finden. Hm. Oh, ja, ja, ja. Wir haben irgendwie Glück. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass wir es diesmal auch überleben mit diesem Glück.
Hier liegen zwar viele Münzen, aber irgendwie noch lange nicht so viele, wie wir brauchen. Na gut, dann verzichte ich doch auf die Map. Au. Das Mark kostet nur noch ein? Oh. Dann nehme ich die doch alle drei mit. Früher kostete das Mark 2. Oh nee. Okay. Gut, dass sie immer in meinen Weg springen. Das teleportiert mich in den Goldraum, der jetzt allerdings nicht allzu weit entfernt ist. Egal. Wir haben uns den Schlüssel gespart. Ja, nehme ich mit. Gibt es irgendwas, wofür ich das Geld brauche? Oh ja, ja, ja. Die Candle, die will ich haben. Fünf Münzen, die finden wir doch noch. Little Chat has appeared in the basement. Den haben wir noch nie besiegt. Okay. Mit etwas Glück wäre hier der Geheimraum. Wie gesagt. Glück. Wir könnten spielen und hoffen im Endeffekt den Dollar zu gewinnen
Oder wir sprengen einfach alle drei. Okay. Wir können uns die Candle kaufen. Trotzdem schaue ich noch da unten in den Stachelraum rein. Ja, wenn ich so lange hier festhänge, können wir eigentlich auch wieder den Bosswash vergessen. Ja, für den Preis können wir uns sowieso ein neues Herz kaufen. Ah, danke. Oh ja, das hat sich mehr als gelohnt. Dieser One sieht sehr gut aus. Ein Raum weiter, ich Idiot. Oh, es war gar kein Herz im Angebot. Na gut, kommen noch zwei Ebenen. Da war ich drin, da war ich drin. Dann geht's weiter. Egal. Der Birdfood, ja, der ist eigentlich schon ganz gut. Komm, schieß hier hin. Schieß nochmal hier hin. Komm, du schaffst das. Weiter. Na gut, spring es halt selbst auf. Und da haben wir die Map wieder im Angebot. 5 Münzen. Und nochmal springen. Laser. Nein, kein Laser. Doch, Laser. Ups. Wodurch habe ich jetzt am Ende Schaden bekommen? Ist da was gespawnt? Nein. Ich sollte vielleicht erst kämpfen und danach schauen, was ich bekommen habe. Wir haben echt ein wenig Glück mit den Begleitern. Und so viele Herzen, wie wir hier liegen,
kann ich auch mal riskieren, ein wenig mit der Maschine zu spielen. Oh. Ich könnte eigentlich noch weiter damit spielen, aber ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele Herzen hier genau rumlagen. Andererseits, wir haben Lil Chat, das bedeutet, es dürfen schon einige gespawnt sein. Der lässt halt alle drei Räume ein halbes Herz fallen. Behalten oder spenden? Oh, auf jeden Fall erstmal Map kaufen, fällt mir gerade so ein. So. 1, 2, 3, 4, 5 Herzen sehe ich auf dem Bildschirm. Ja, machen wir unsere Leben auf ein halbes. Oh, ich habe es in die Luft gesprengt. Na gut. Das hat sich nicht gelohnt. Mir gefällt mal wieder der Zustand unserer Herzen nicht. Wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten. Das könnte was werden. Und weil mir der Zustand unserer Herzen so schlecht gefällt, öffne ich erstmal den Raum hier für Bob's Brain, ein Ranch Down und Health Up. Immerhin. Wobei mir Boys of Steels angenehmer gewesen wären. Okay. Oh. Stimmt, wir haben ja auch noch das das hier. Plazenta oder wie es hieß. Am meisten regt mich nicht auf, dass ich Herzen verliere, sondern dass ich aus so unnötigen Gründen Herzen verliere. Zum Beispiel, weil ich vergesse, dass ein Gegner explodiert, wenn er stirbt. Nein. Du bist noch schlechter als vorher. Mittlerweile erlaubt er einem noch nicht mal mehr, den I Am Error Room zu betreten. Das kann man jetzt nur noch über die Telepille und noch ein Item, was einen in einen von 6 Räumen teleportiert. Also ich glaube, Shopraum, Goldraum, Startraum, Errorraum oder Bossraum kann der einen teleportieren. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie das Item hieß. Das ist gut.
Ups. Will mich dieses Spiel eigentlich verarschen? Ach, was soll's. Ich hatte überlegt, nochmal zurückzugehen und mit der anderen Slot Machine zu spielen, weil wir haben ja jetzt ein paar Münzen, die wir verspielen können. Andererseits, mir ist der Boss Rush, glaube ich, lieber. So. Wie viel Zeit haben wir noch? Okay, wir müssen direkt zum Boss Rush gehen. Ich kann die Sternzeichen immer noch nicht unterscheiden. Ich meine, du warst Virgo, aber sicher bin ich mir gerade nicht. Internet, verrate es mir. Skorpio oder Virgo? Wie siehst du aus? Jupp, Virgo. When you take damage, get an invincible shield for a few seconds. Und gibt den PhD-Effekt. Wisst ihr was? Ich will es nicht riskieren. So gut ist das Item jetzt nicht gerade. Vor allem, weil wir halt dank dem... Andererseits, wir haben nur das Polaroid. Ach komm. Oh, verdammt. Ach, du bist die Phase. Du spawnst nur die. Dann ist es in Ordnung für mich. Wärst du jetzt die Version gewesen, die halt die rote Scheiße setzt, hätte ich dich, glaube ich, als erstes töten sollen. Ich zuerst. Was mir immer noch nicht gefällt, ist, dass Bosse keine separaten Lebensleisten haben. Ist halt insbesondere, wenn man zwei Bosse hat, so wie jetzt, die komplett unterschiedliche Leben haben, nervig. Der Schild hält deutlich länger als mit dem Polaroid. Trotzdem sollte ich aufpassen. Hallo? Mit Dark Bomb ist das immer sehr angenehm. Weil man da halt wirklich... ...1000 Seelenherzen bekommt.
Feuer den Laser, feuer den Laser, feuer den Laser, feuer den Laser. Dann halt nicht. Wo ist er? Oh nee. Ist es schon in der zweiten Phase? Ich glaube ja. Oh nein. Bei so vielen Heil-Items wäre es vielleicht fast besser für uns, wenn wir auf normale Herzen gehen. Naja. Dein Ernstspiel. Jetzt kriege ich den Dagbam. Nehmen wir das noch mit. Ich würde gerne nochmal zurück in den Boss Rush. Hätte ich mich ein bisschen mehr beeilt, dann hätte ich noch kompletten Boss Rush mitnehmen können. Ah, das wäre cool gewesen. Naja. Oh nein, ihr könnt mich nicht erreichen. Es ist spaßig auszunutzen, dass Gegner nicht über Steine können. Okay, da hatte ich Glück.
Ah. Komm, springt beide hier hin. Waren das jetzt nicht nur zwei Stellen? Egal. Der Dark Bomb rettet jetzt echt nochmal den Run. Oh, Conquest. Dich habe ich lange nicht bekämpft. Wollen wir den mitnehmen? Der ist eigentlich ganz stark. Hui. Pony. Ich schaue noch nach oben rechts mit dem Dark Bomb. Können uns ja die Herzen, die da eventuell droppen, weiterhelfen. Weiter geht's. Ich weiß, das habe ich in den vorherigen Runden auch schon gesagt, aber ich habe ein gutes Gefühl für diese Runde. Droppen nicht diese komisch geformten Steine in Herzen, wenn man sie in die Luft sprengt? Ja, manchmal. Wow, ich habe mal richtig vermutet. Nur, dass mir das jetzt nicht mehr ganz so viel nützt. Ups. Versehentlich aus dem Spiel getappt. Oh, super Geheimraum mit den ganzen Herzen. Der wäre jetzt gut. Hoffen wir mal darauf. Naja, immerhin. Das war ein Fehler, das war ein Fehler, das war ein Fehler. Wir haben keine Devil Deals mehr. Und hätten wir das nicht eingesammelt, hätten wir jetzt dauerhaft den Effekt von Polaroid gehabt. Habe ich so spät drüber nachgedacht. Naja, vielleicht können wir es ja irgendwie mit der Paw loswerden. So, weil wir noch nicht oft genug an solchen Automaten heute gespielt haben. Irgendwie, ich hatte jetzt auf ein paar Fliegen gehofft, also. Die, hier. Wie hießen sie? Nicht diese Art von Fliegen. Die Kerze auf dem Kopf hat mir ehrlich gesagt besser gefallen. Mir fällt gerade ernsthaft das Wort nicht ein. Die, die halt um den Kopf rumfliegen, die Orbiters. Wie hießen die nochmal? Das fällt mir gerade ernsthaft nicht ein. Lucky Fly? Nein. Little Fly? Ich weiß es nicht mehr.
BFF wäre jetzt ein gutes Item. Mal schauen. Vielleicht hören wir ja noch irgendwas. Ah, au, 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 au. Erst um die Hände kümmern, die sind die größte Bedrohung. Okay, das dürften alle sein. Komm raus, komm raus. Yay, Seelenherz. Ah, noch ein Automat. Du gibst mir doch bestimmt so ein paar Fliegen. Ja, genau. Da stand der Name jetzt auch nicht dran. Wenigstens haben wir eine. Da-da-du. Ich schau mal kurz die ganzen Pillen durch. Quartifly, das war's, was mir nicht eingefallen ist. Die komplett weiße Pille, okay, das merke ich mir. Oh ne. Naja, immerhin. Zwei sind besser als keine. Wobei die drei Fliegen deutlich besser wären. Damit ist man wirklich nahezu komplett verwundbar. Also irgendwie in 4 von 5 Fällen können einen die Dinger nicht treffen. Oh, noch ein Golden Key. Danke. Münze mitnehmen. Ich finde es auch gut, dass die Fliegen förmlich den Gegner one-hitten. Wir haben zwar mehr als genug, aber man kann ja mal schauen. Vielleicht brauchen wir sie irgendwann. Und im letzten Raum, den ich betrete, dort ist dann der Bossraum.
nicht vergessen. Und weiter geht's. Schnapp dir das Herz. Schnapp's dir. Ich verwechsel ständig den Dark Bum mit dem Dark Baby. Demon Baby heißt es. Demon Baby, nicht Dark Baby. Ah, hi. Sehr nett von dir. The Moon. Nehmen wir erst den Joker, oder? Was für Pillen hätten wir hier? 48 Hours Energy, Lemon Party. I Can See Forever. Okay. Nicht meine erste Wahl, aber... Yay! Wir haben keine Leben mehr. Gut. Nehmen wir trotzdem die hier mit. Das Einzige, was wir jetzt noch bräuchten, wäre eine zweite Pretty Fly. Und dann wären wir wirklich einfach nur noch OP. Hoppala. Oh, danke. Den habe ich jetzt gebraucht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Man muss dann dran denken, den Raum rechtzeitig zu verlassen, denn in dem Raum können nur normale Herzen spawnen. Das heißt, wenn ich drin geblieben wäre, hätte einfach statt Seelenherzen normale Herzen gespawnt. Den Fehler habe ich schon mal gemacht. Warum ist... Ich dachte immer, der Supergeheimraum wäre möglichst nah am Bossraum. Und was ist? Er ist einfach am anderen Ende der Map. Also irgendwie Tipps aus dem Internet kann man auch nicht mehr glauben. Oder sie haben es einfach gefixt, weil es zu offensichtlich war. Wie viele denn noch?
Ah. Schade. Ah, da ist sie. Die ist perfekt für die Chest-Ebene. Das kann man auch immer gebrauchen. Der One wird echt okay. Vor allem, wir haben 42 Bomben einfach. Da können wir uns, glaube ich, auch ordentlich Zeit lassen bei der Suche nach dem Geheimraum. Hi. Bin ich hier sicher? Nein. Ich hasse diese Strahlen. Ich kapiere nie, wie man denen am besten ausweichen soll. So. Und weiter geht's. Ja. 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 Weichet von mir. Ach stimmt, wir haben jetzt auch noch Sagittarius, das heißt, wir schießen auch noch durch die Gegner durch. So. Ups. Super Bandage, verdammt. Egal. Entschuldigung. Au. Eigentlich würde ich diesen Raum als einen Albtraum bezeichnen, aber irgendwie kommen wir damit klar. Wie viele Begleiter wir einfach haben. Ich glaube, das ursprüngliche Isaac ist abgestürzt, wenn man mehr als fünf, also ist nicht mit mehr als fünf Begleitern klargekommen oder so.
Der Hierophant ist uns sehr nützlich. Ja, nehmen wir es einfach mit. Ich glaube, yep, Lord of the Flies. Lord of the Flies sorgt jetzt dafür, dass sämtliche Fliegen, die spawnen, zu blauen Fliegen werden. Und dank der Mulligan spawnen jetzt Fliegen, wenn wir Gegner besiegen. Eigentlich bräuchten wir nur noch Hive Mind. Ich hätte nicht gedacht, dass ich diese tatsächlich noch brauchen würde. Aber zweimal Monstro 2 war für mich dann wohl doch zu viel. Ach ja, stimmt, wir können die Gegner ja auch noch mit mir das Touch Golden machen. Abyss Tail ist immer ein gutes Item in den wie heißt es? In der Chest. Ecoli. Ja. Moinsen. Ich hätte mir die Dingspille mitnehmen sollen, die... Wie heißt es? Forty Eight Hours Energy. Dann hätte ich jetzt dreimal das Book of Belial einsetzen können. Egal, wir haben es geschafft. Damit sind wir jetzt mit Isaac als Charakter eigentlich vollkommen fertig. Wir haben soweit alles mit ihm freigeschaltet, was man freischalten kann. Und ja, dann sage ich doch mal, haben wir es endlich geschafft. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die 20 has appeared in the basement. Der Revolt, glaube ich, alle Pickups im aktuellen Raum. Da seht ihr es. Alle 6 Zeichen oben. Dann ist als nächstes, ob ich will oder nicht, Magdalene dran. Das kann heiter werden. Mit Lazarus habe ich noch gar nichts freigeschaltet. Oh. Der hat doch eigentlich die gleichen Stats wie Isaac, oder? Ja. Und mit ihm noch gar nichts. Das kann heiter werden, wenn wir bei ihm ankommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.